Gelacht, alles klar. Gut, also zwei Dinge noch. Neben dem Lambda, was vielleicht noch komplexer ist, fehlt auch noch erstmal noch ein paar Kleinigkeiten wie das if und das equal. Das machen wir zuerst, damit wir mal unsere Fakultät wieder hinkriegen. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade mal noch Minus und Null definiert, es geht aber analog zum Add. Und ich habe hier an der Stelle hier oben, na, Moment, Compile, Function Call, hier habe ich auch schon mal das if erkannt und das equal, da machen wir jetzt hier das Compile equal noch rein. Das wird relativ leicht. Gehen wir mal zum Compile Plus und nehmen das als Template her. Also define Compile equal, Argumentliste State, wofür? Und zwar, was macht er? Er kompiliert das erste Argument. Also erstens mal können wir prüfen, ob es überhaupt ein Argument gibt. Das sollten wir hier natürlich machen. Also if equal arglist nil, dann machen wir gleich einen Error. Error equal, equal wants two arguments. Else, können wir gleich gucken, ob der Cutter nil ist. Also if equal Cutter von arglist nil, dann das gleiche. Else begin, was machen wir? Wir kompilieren die erste Expression, also das erste Argument, compile expression, car von arglist, und dann sagen wir compile expression car vom Cutter von der arglist, dann hätten wir die zwei Argumente drauf kompiliert auf dem Stack, und jetzt generieren wir eine Instruktion, die nennen wir einfach mal equal, gen equal, ups, das war falsch, naja, noch größerer Font. Na? Wieder zurück. .16,8 will kein Mensch. So, und dann generieren wir hinten dran einen generate equal. Habe ich genügend Klammern? Ja, und das ist nicht Compile Plus, sondern das ist Compile Equal. Oh, Moment, halt, das war falsch. Jetzt war ich, glaube ich, das war der falsche. Der war der richtige, für lauter. Also hier muss es, das war der Compile Add, den ich jetzt kaputt gemacht habe, ja. Und das gehört da oben hin. Genau. Compile equal. Ja. Und den habe ich auch so genannt. Und dann brauche ich noch ein gen equal, damit er den Bau dann den Befehl erzeugt. Den habe ich noch gar nicht. Da muss ich neues Bytecode sogar noch dafür erfinden. Machen wir das kurz. Gen equal und der op heißt equal. Op equal. Und dem geben wir einen Bytecode von, was ist der nächste, 16, op equal 16. So, unser Compiler kann es, wenn ich den jetzt neu lade, ich hoffe, dass es kann. Schauen wir mal, was er macht. Define test equal von a und b, das soll sagen equal a, b. Und wir kompilieren das mal, test equal. Also da kommt hier push. Das stimmt schon mal nicht, so wie es aussieht. Warum? Also er hat hier push local 0 und gleich einen return gemacht, das wollen wir nicht. Das liegt daran, dass ich hier gesagt habe, for what, ich will aber hier for value. Weil das for what kommt ja von außen rein, das equal soll ja for return kompiliert werden. Er will hier aber for value, damit es auf den Stack landet, hier auch for value, dann macht er den equal. Und jetzt muss er am Schluss, der selber, jetzt habe ich mich schon ein bisschen verrannt, weil das, dieses Stück Code hier, das brauche ich eigentlich jetzt immer wieder. Das müsste ich mal raus extrahieren, statt Copy-Paste immer zu machen. Das ist sehr schlechter Stil. Ja, aber das mache ich jetzt nicht.
Das macht man dann, mache ich dann zu Hause. Also dieses Stück Code kommt jetzt schon 6-mal vor. Brauchen wir nicht immer wieder. Das ist so ein Return-Drop. Obwohl, eigentlich könnte ich doch das ganz schnell rausziehen. Komm, das machen wir jetzt schon. Compile Arglist, da machen wir hier eine neue Funktion, die heißt Define Handle Forward. Forward, was braucht der? Der braucht auf jeden Fall den State auch, weil der muss ja noch einen Bytecode generieren. Und der sagt, entweder generiert er einen Return oder er generiert einen Drop oder er macht gar nichts. So, und dann kann ich das hier nämlich an der Stelle überall reinhängen. Und Handle Forward, State Forward, das ist netter. Gut, laden wir es nochmal. Das werde ich jetzt im Zuge, wenn ich vorbeikomme, immer ersetzen. Laden wir es nochmal und kompilieren nochmal das TE. Und jetzt müsste es eigentlich stimmen. Er sagt push local equal return. Gut, unser Bytecode-Interpreter kann das equal noch nicht. Den muss man jetzt auch noch beibringen. Eval Bytecode, erst die Definition, hier oben, ob equal, 16. Dann der Code sieht ähnlich aus wie add, nehmen wir den her. Equal, der holt zwei Operanden runter, das brauchen wir alles nicht. Und der pusht drauf, push ob 1 gleich ob 2, Fragezeichen, Scheme true oder Scheme false. Okay, lassen wir es laufen. Laden wir wieder den Compiler rein und jetzt muss ich nochmal dieses Ding definieren, kompilieren, TE. Und jetzt können wir es aufrufen. TE 1020 muss false kommen und TE 1010 muss true kommen. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir schon fast alles für Faktorial, außer if. Was machen wir mit dem if nochmal? Ich wiederhole es nochmal kurz vom letzten Mal. Da gibt es nur eine kleine Schwierigkeit. Also if condition AB. Generieren Code für die Condition, sodass der Top der Value auf dem Stack liegt. Dann generieren wir ein Jump if true, nee, if false wegen mir, if false, hier runter. Dann kommt hier der Code für A, dann kommt hier ein Jump hierher, dann kommt hier, naja, vielleicht war das ein bisschen zu weit, also bis hierher, dann kommt hier der Code für B und dann hier kommen die wieder zusammen. Sodass hier an der Stelle entweder A oder B oben auf dem Stack ist. Und die einzige Komplexität, die hier entsteht, ist, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir den Jump Before jetzt generieren, noch nicht wissen, wie viel Code wir brauchen für das A. Und für das entsprechend hier bei dem Jump wissen wir auch nicht, wie viel Code für das B braucht. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir kompilieren in einen separaten Buffer, lassen das erstmal auffüllen und kopieren den dann um in unseren Bytestream. Oder wir machen eine Möglichkeit, oder wir machen ein sogenanntes Backpatching. Das heißt, wir generieren hier erstmal einen Jump if false ohne Ding, merken uns aber, dass wir da noch was reinpatchen müssen. Und wenn wir dann hier unten sind, dann sagen wir im Codebuffer, fügen wir dann hier die Adresse rückwirkend rein. Das nennt man Backpatching. Ich werde mal das mit dem Backpatching machen. Das halte ich für einfacher, glaube ich, in der jetzigen Struktur. Also, Bytecode-Compiler, da gibt es ein Compile-If, was noch nicht verdrahtet ist, da landet er hier bei diesem Compile-Function-Call und das Compile-If ist noch leer, das müssen wir jetzt kurz definieren. Gehen wir mal zum Compile-Equal, also hier. Compile-If. Ja, jetzt hole ich, glaube ich, gleich mal, also, naja, da müssten wir jetzt vielleicht auch die Argumente rausholen. Also, if equal arglist, das Ding muss drei Argumente haben. Ist jetzt hässlich. Könnte man eigentlich auch rausziehen, has three args. If equal cutter vom cutter von der arglist nil, dann sagen wir hier, if wants three args. Three args. Three, three, if.
Copy-Paste. Nein. Okay, hässlicher Code, ist egal. Dann rufen wir eine Hilfsfunktion auf, weil ich das jetzt mir zu verschachtelt wird. Da sage ich Compile if Helper. Die Arglist brauche ich dann nimmer, da sage ich car von der Arglist. Das ist mein Cont, my Condition. Dann sage ich car vom Cudder von der Arglist. Und nochmal für den Cudder vom Cudder von der Arglist. Dann brauche ich mein State, wo der Bytecode-Buffer drin ist, State. Und brauche ich noch ein For What. Zack, 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 zack. Und, naja, machen wir es vielleicht lieber so. Bin mir nicht sicher. Die Lisp-Leute, die jetzt zuschauen, die werden alle sagen, so was Hässliches haben sie noch nie gesehen. Aber so sei es. Dann kommt der Compile-If-Helper. Define Compile-If-Helper. Der kriegt jetzt, ich mache das eigentlich nur, damit ich, ja, hier ist schon die Condition, den If-Part und den Else-Part, hier neue Variablennamen kriegt, State und For What. Also was muss er machen? Er sagt erstmal, compile die Expression, die Condition. Compile Expression, die Condition. Auf den Stack for Value. Dann kommt jetzt was Interessantes, jetzt kommt ein Generate mit ein 2-Byte-Befehl, und zwar ein State, ein Ob, If, False, und ich lasse hier noch leer, wo ich hinspringen. Jetzt müssen wir kurz definieren, wie wir das machen. Wir haben ja das letzte Mal auch schon mal besprochen, man kann hier entweder relative Offsets angeben, also wie viele Bytes vorwärts oder rückwärts, ist im Allgemeinen leicht kompakter, oder eine absolute Adresse. Ich mache es jetzt mal mit absoluten Adressen, da muss ich nachher nicht so viel zählen. Das heißt, der Jump wird hier den neuen P-Counter dann haben als Jump-Adresse. Und da muss ich das nachher reinpatchen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt habe ich im Code-Buffer jetzt also eigentlich schon was aufgebaut. Das heißt, muss doch wieder grün werden. Das heißt, mein Code-Buffer hat jetzt hier schon irgendwelche Instruktionen drin. Hier steht der Jump if false und hier steht die 0 drin und das ist die Size vom Code-Buffer. Die muss ich mir jetzt rausholen, wie viel habe ich jetzt gerade, damit ich nachher an die Stelle wieder reinpatchen kann. Das heißt, jetzt muss ich aus meinem State, State-Bytecode und das ist ein Kollektor aus dem vom State, aus dem muss ich rausholen, Collector Number Elements, das ist die Size zu dem Zeitpunkt. Collector Num Elements von dem Ding und was ist das, müsste das sein? Ich glaube, so habe ich es definiert. Ja. So, das wäre quasi meine Backpatch-Adresse. Jetzt habe ich aber in unserem blöden Lisp hier, in unserem Scheme, noch kein Let. Ich würde es gerne einer lokalen Variable zuweisen. Ich will jetzt aber das Let nicht implementieren. Deswegen rufe ich jetzt einfach einen Compile-If-Helper auf mit If-Helper 2 und gebe das als Argument noch mit. Und dann kann ich, machen wir das hier rein. Sie erinnern sich, der Let kann man durch einen Function-Call quasi simulieren. Und das mache ich hier. So, und ich definiere dann einen Helper 2. Helper 2 und der hat als zusätzliches Argument hier die Backpatch-Adresse. Backpatch 1. Also das wäre jetzt quasi die Umgehung des fehlenden Lets, weil ich noch keine lokalen Variablen habe. So, was macht der jetzt? Der generiert jetzt den Code für den Condition haben wir schon. Der generiert jetzt den Code für den If-Teil. Also jetzt sind wir quasi hier. So viel haben wir schon Code generiert. Code für Condition. Jetzt generieren wir den Code für den If-Teil. Also wir sagen Compile Expression If-Part. If-Part. Und jetzt müssen wir wieder einen Jump-Befehl erzeugen. Das heißt, hier kommt jetzt ein Generate. Und zwar ein unbedingter. Ach so, halt If-False nennen wir es Jump-If-False. Und das nennen wir Jump.
Und auch wieder 0, weil wir noch nicht wissen, wo wir rauskommen. Das heißt, jetzt rufen wir hier den Compile-If-Helper 3 auf und sagen die aktuelle Adresse, also hier haben wir die Backpatch-Adresse 1, geben wir mit und das wird nachher die Backpatch-Adresse 2. Jetzt haben wir also hier, sieht ganz arg hässlich aus, aber wenn man es dann im Video sieht, dann weiß man, wie ich dazu kam. Backpatch-Adresse 2. So, dann haben wir hier also jetzt, sind wir an der Stelle. Wir haben das A erzeugt, wir haben den Jump erzeugt, aber noch mit leer. Und jetzt kommt der Code für B. Compile Expression, ups, Ctrl-Z. Und hier kommt jetzt der Else-Part rein. Und jetzt müssen wir Folgendes machen. Jetzt sind wir hier unten. Eigentlich hätten wir das, bevor wir das hier machen, da wissen wir nämlich, wo wir hinspringen müssen, wo der hier backpatched werden muss. Das heißt, an der Stelle, bevor wir das B erzeugen, den Code für B, da springen wir rein. Von ganz oben, von dem Jump Defaults. Das heißt, hier an der Stelle müssen wir den Backpatch machen. Da müssen wir die Current Code Size nehmen, das ist der P-Counter von dem, weil soweit haben wir es gefüllt, und müssen das da oben reinsetzen. Also hier rein in diese Zelle oder in dieses Bytecode, da muss die Current Code Adresse von hier. Und da machen wir jetzt eine Routine, die heißt Backpatch Code. Und wo finden wir den Code? Das ist eigentlich unser State Bytecode. Und dann muss er patchen die Backpatch-Adresse 1. Und was muss er reinpatchen? Die Current P-Counter, das ist das hier. Und das haben wir jetzt eigentlich auch schon zigmal gebraucht, dieses Collector Num Elements. Ich glaube, das tun wir mal ein bisschen abstrahieren und nennen das einmal Define Current Code Size von State als das hier, da klingt das ein bisschen schöner, da kann man es nachher besser lesen. Current Code Size schreibe ich dann hier überall hin und da schreibe ich State rein. Das sieht doch ein bisschen netter aus. Okay, Backpatch Code an der Stelle. Und jetzt brauchen wir noch einen Backpatch Code. Backpatch Code definieren wir auch mal kurz. Define Backpatch Code von, was haben wir hier? Hier haben wir einen Kollektor und wir haben eine Backpatch-Adresse und wir haben einen Value, den wir da reinpatchen müssen. So, was der Kollektor, Sie erinnern sich, das war unser Vektor, der nur eigentlich, ich zeige es gerade mal hier oben, der Kollektor, der hat einen Buffer, der hat eine Buffer-Size und Num-Elements und mit Kollektor-Buffer kommen wir mal an den Buffer ran, was ein Vektor ist. Und mit Num-Elements, ja, so weit, so gut. Also Backpatch wieder zurück. Also wir holen den Collector Buffer raus, was ein Vektor ist, aus dem Collector. Und dann sagen wir Vektor Set, das ist ein U8-Vektor, da gibt es einen extra U8-Vektor Set-Befehl. Das ist der Vektor. Dann haben wir die Backpatch-Adresse, das ist das hier, und da tun wir den Value rein. Eigentlich ganz einfach. So, ich hoffe, dass es funktioniert, wir werden es nachher sehen. Ja, okay, das nächste wäre jetzt, nachdem wir diesen Else-Teil hier kompiliert haben, hier unten, sind wir hier an der Stelle. Und jetzt müssen wir den Jump noch füllen, der da. Da muss jetzt auch dasselbe gemacht werden. Da sagen wir Backpatch Code, State Bytecode, das ist unser aktueller Bytecode, da müssen wir an der Backpatch Adresse 2, wo unser Jump steht, auch wieder die Current Code Size rein. Und das war es eigentlich. Nein, noch nicht ganz. Was wir vielleicht noch bedenken müssen und was vielleicht ganz nett ist, wenn wir hier die Condition for Value kompilieren, dann müssen wir hier genau das machen, was wir hier gemacht haben. Und wir könnten natürlich hier jetzt hinten wieder einen Drop oder einen Return machen. Das wäre das Einfachste. Aber wir könnten natürlich auch gleich sagen, eigentlich könnte ich ja dann, wenn ich zum Beispiel for return kompiliere, könnte ich dieses A gleich for return kompilieren.
dann macht der da innen drin einen Return und macht gar nicht mehr den Jump daraus. Also da könnte man besseren Code erzeugen. Das würde ich vielleicht, mache ich jetzt mal nicht, aber ich lasse es, vielleicht machen wir es nachher inkrementell. Vielleicht machen wir es doch. Ich mache jetzt erstmal unseren Standard Handle for what am Schluss, der dann entweder einen Drop oder einen Return erzeugt. So, das müsste auf jeden Fall funktionieren. Okay, for value save. Und dann laden wir es nochmal und schauen mal, was er generiert. Load. Nochmal neu starten. So, und jetzt definieren wir mal irgendwas mit if. Define tif von, was weiß ich, a. Und da sagen wir if, machen wir a, b, c. Das ist einfachste Code. If a, dann b, ansonsten c. Und das kompilieren wir jetzt mal, compile function tif und schauen mal, was da rauskommt. Aha, ob jump if false, natürlich, den haben wir vergessen. Das muss ich kurz noch definieren. Oder habe ich das anders genannt? Ich glaube, den gab es schon, aber ob jump false, okay. Ob jump false, dann nennen wir es ob jump false. Ob jump false und ob jump. Okay, also nochmal laden. Und nochmal kompilieren. Und was fällt jetzt? U8 Vector Set, Vector Arg Expected. Aha, da habe ich irgendwo was falsch gemacht. Und zwar wahrscheinlich im Backpatch Code. Weil er hat auch schon Code generiert, das sieht man hier. Er hat hier schon für den Equal hat er schon was gemacht. Das wundert mich aber, dass hier nicht viel mehr kommt. Push Equal. Da habe ich irgendwo Prints vergessen. Ich glaube, die sollte ich noch reinbauen, damit man besser sieht, was er eigentlich generiert. Ich glaube, da habe ich das Gen 1, das Gen 2 direkt aufgerufen. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Das sollte ich nicht machen. Gen Push Global, das hier. Da sage ich Gen Jump if false. Gen Jump erstmal. Da sage ich Target P Counter. Und das, damit ich einen Print habe, weil sonst sehe ich nicht, was er wirklich generiert. Display Target P Counter. Und da kommt jetzt der Gen 2 Ob Jump. Target P-Counter und dasselbe für den Jump if true. Gen Jump if true. Jump true. Jump true. Ja, okay. Und da, wo ich bisher den Jump generiert habe, da sage ich jetzt hier Gen Jump State. Und da, wo ich halt, gen jump if false, was brauche ich? Nicht if true. Und hier brauche ich einen gen jump 0 und hier auch 0 und gen jump if false brauche ich hier. Den jump if true brauchen wir eigentlich noch gar nicht. Hat jemand eine Idee, wo man den schnell einsetzen kann, was man hier im Compiler noch machen könnte? Wenn ich zum Beispiel so einen Code habe, if not a, und dann bla 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 bla. Das könnte der Compiler hier, könnte sagen, oh, das not spare ich mir, dann mache ich kein call in not oder sonst irgendeine Operation, sondern statt einem jump if true generiere ich einen jump if false. Das heißt, hier oben könnte der schon ein bisschen intelligenter reingucken, was das wäre jetzt dieser compile if, der müsste gucken, ist die Condition eine Expression bestehend aus not. Und dann könnt ihr was anderes generieren. Also da gibt es aber unheimlich viele, ich wollte gerade sagen unendlich, aber das ist natürlich falsch, unglaublich viele Möglichkeiten noch zu optimieren. Sehr viele Möglichkeiten. Also das, was wir hier machen, ist durchaus naiv in dem Sinne. Aber so, jetzt denke ich, müsste es funktionieren. Nein, wir haben aber immer noch einen Fehler. Okay. Funktioniert immer noch nicht. Mein Vektorref ist natürlich immer noch falsch. Compile TIFF. Aber ich sehe jetzt, wo weiter war.
too many arguments. Ah, jetzt geht's los. Up, jump, falls. Ah ja, da fehlt was. State. State. Das will überhaupt nicht funktioniert. Load. Dumm, dass ich da immer neu starten muss, weil der irgendwie den Fokus... U8-Vektor-Set. Okay, da waren wir vorher schon, aber wir sehen schon mal, was er generiert hat. Das sieht man schon schön. Er sagt Push Local 0, das ist unser A. Jump if false, 0 natürlich, weil wir es noch nicht wissen. Push Local 1, das ist unser B. Jump. Und dann kommt unser Fehler. Das heißt, beim Backpatch, wir sitzen im Backpatch. Und das würde man wissen, wenn wir hier einen vernünftigen Backtrace ausgeben würden. Backpatch, da habe ich einen Fehler drin. Und zwar U8-Vektor-Set. Collector Buffer liefert mir keinen U8-Vektor. Collector Buffer. Backpatch Code. Ach so, halt, das ist ja ein normaler Vektor hier zu dem Zeitpunkt noch. Das ist kein U8-Vektor. Das mache ich erst am Schluss. Ich sammle den erst als normalen, in einen normalen Vektor. Und erst am Schluss mache ich einen Byte-Vektor draus. So. Laden wir es nochmal. Und nochmal kompilieren. Okay, und oh, er hat sogar was gepatcht. Jetzt ist die Frage, ob er es richtig gepatcht hat. Also hier sind, nee, da stimmt noch gar nichts. Da sind noch Nullen drin. Das tut nicht richtig. Ah, Moment, zu dem Zeitpunkt, wie er es geprintet hat, waren es natürlich noch Nullen. Jetzt muss ich vielleicht im Backpatch auch noch ein Printf reinmachen, damit man das sieht. Also sagen wir hier Display Patch at. Und dann sagen wir Display Backpatch Adre. Backpatch Adre. Backpatch Adre. Und dann ein Display in der Leerstelle. Vielleicht oder so. To. Und noch ein Display. Hässlich. Vielleicht sollte man so ein Display beibringen, dass er mehrere Argumente kann und die alle ausgibt. Dann könnte man die einfach so hintereinander hinschreiben, falls er es nicht schon kann. Display 1, 2, 3. Vielleicht kann er es auch schon. Moment. Ah. Nee, der kann es nicht. Argument Count Mismatch. Okay, der kann es nicht. Ah, scheiße, jetzt habe ich da was vergessen. Jetzt habe ich es weggeklickt. Okay, nochmal. Display Patch Display Backpatch Adre. Dumm, dass ich das jetzt weggeklickt habe. Add Backpatch Adre Blank to und dann kommt der Value und am Schluss noch ein New Line. Also jetzt, um einen Compiler zu schreiben, ist unsere Sprache doch durchaus noch ein bisschen zu elementar. Muss ich sagen, ein bisschen Komfort könnten wir uns da noch wünschen. Aber es ist eigentlich spannend, mit wie wenig man auskommt, gell, wenn man es jetzt nochmal so zurückrekapituliert, weil das ist ja unser AST-Interpreter, kann ja wirklich nur Minimum und wir haben ja einen ganzen Compiler geschrieben in diesem Minimum. So gesehen ist das durchaus wieder ganz witzig. So, jetzt nochmal starten und nochmal kompilieren. Compile. So, da haben wir jetzt, er sagt Patch an der Adresse 4 to 8. Jetzt müssen wir mal ausrechnen, ob es auch stimmt. Also das ist 0, 1, 2, 3. Das ist schon mal die falsche Adresse. Der hat 1 zu viel. Also da müssen wir immer 1 abziehen noch, weil jetzt hat er nämlich hier reingeschrieben. Das machen wir gleich am Anfang. Also Backpatch Code. Die Backpatch Adre muss natürlich, die ist natürlich immer 1 weniger. Das ist nicht die Code-Size, sondern der Index. Also das heißt Current Code-Size minus 1. Current Code-Size minus 1. Und hier auch, weil er ja schon 1 zu weit ist, Current Code-Size minus 1. Ist das denn richtig? Ich nenne das mal nicht Current Code-Size, halt, das war blöd, machen wir es rückgängig. Ich nenne das mal nicht Current Code Size, sondern ich mache eine neue Funktion, die heißt Current P Counter. Current P Counter und das ist die Current Code Size minus 1. Minus Current Code Size 1.
Und die Current Codezahl ist nämlich eigentlich falsch. Current P-Counter. Gut, Current P-Counter. Machen wir es hier so rein. Und hier auch Current P-Counter. Und dann muss ich patchen, auch hier Current P-Counter und hier Current P-Counter. Okay, nochmal laden. Und nochmal kompilieren. Und jetzt schauen wir nochmal, ob es jetzt richtig gepatcht hat. Also hier ist nochmal von vorne 0, 1, 2, 3. Also Patch an der Stelle 3 auf 7, 4, 5, 6, 7. Das scheint mir auch falsch zu sein. Hier ist nämlich jetzt falsch, da die Target-Adresse, die muss nämlich 1 weiter zeigen. Also da habe ich jetzt hier hinten. Das heißt, hier muss ich tatsächlich mir die Backpatch-Adresse, da muss nämlich die Current Code Size rein. Current Code Size. Das war schon an der Stelle schon richtig. Weil da will ich nämlich auf die nächste Adresse springen und nicht auf die letzte geschriebene. So, jetzt nochmal. Jetzt müsst ihr aber eigentlich tun. Load. Und Compile. Und jetzt nochmal überprüfen. Also nochmal an der Stelle 3 patcht er nach 8. 0, 1, 2, 3. Da kommt eine 8 rein. 4, 5, 6, 7, 8. Da springt er hier in die Push Local. Genau. Dann patcht er an der Stelle 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist der Jump. Patcht er auf 10. 8, 9, 10. Patcht auf den Return. Das heißt, es stimmt jetzt. Jetzt lassen wir es laufen. Wobei unser Bytecode-Interpreter noch sagen würde, das kann er nicht. Das heißt, TIF von, was habe ich gesagt, true 10, 20. Bytecode, unimplemented Bytecode, klar. Schauen wir nochmal, ob wir das finden. Eval Bytecode. Jetzt brauche ich mehr Platz. Unimplemented Opcode, da machen wir kurz einen Breakpoint hin und lassen den nochmal laufen. Und jetzt sehen wir, jetzt hat er hier nämlich den die Current-Instruktion wird jetzt wahrscheinlich unser Jump sein. Jump Defaults, genau, das haben wir noch nicht implementiert. Und jetzt werden wir es gleich sehen, das ist relativ trivial, Jump Defaults. Da holen wir, machen wir einen neuen Case dafür, Case Op Jump Faults. Jump Faults. Dann machen wir erstmal den Jump, der ist nämlich noch einfacher. Also der kriegt ja den Destination P-Counter, wo er hinspringen soll. New P-Counter, den holt er sich vom Fetch Byte. Und was muss er damit machen? Er muss einfach nur den P-Counter da drauf setzen. Eigentlich können wir gleich sagen, P-Counter gleich das Ding. Und das war's schon. Der ist super easy. Der Jump. Und der Jump Before ist fast so leicht. Der muss erstmal was runterpoppen. Also der sagt OBJ Top Value oder Condition können wir es auch gleich nennen, das ist ja unsere Condition, ist Pop. Und dann sagt er if Condition gleich halt mit Shift, if Condition gleich Scheme True, dann machen wir den Jump. Else, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das beide überspringen, müssen wir einfach den P-Counter um 1 erhöhen, damit wir dieses im Code-Stream, dieses eine Byte da oben, diese Jump-Adresse überspringen. Break. Gut, wenn das zu unverständlich ist, können wir es auch so machen, können wir auch sagen, Integer oder eigentlich unsigned, Integer, Destination PC ist gleich Fetch Byte. Aber es hat einen Nachteil, dann fetchen wir es hier in unserem Interpreter in jedem Fall. Und würden dann hier sagen Destination PC. Aber wir fetchen das jetzt in jedem Fall, obwohl wir es in 50% vielleicht gar nicht brauchen. Insofern ist der andere Code eigentlich ein bisschen effizienter. Insofern würde ich vielleicht so lassen. Okay,
Wobei optimieren tun wir jetzt noch nicht nach Speed. Jetzt wollen wir es erstmal zum Laufen bringen. Der Bytecode-Interpreter wird sowieso obsolet, wenn wir dann mal Maschinencode-Interpretation machen. Also da brauchen wir eigentlich nicht wirklich optimieren. Verlorene Liebesmüh. So, kompilieren tut es auch. Und den Breakpoint, den brauchen wir nicht mehr. Und laden wir nochmal unseren Compiler wieder rein und kompilieren das. Halt, das TIF muss ich nochmal definieren. Wo habe ich es? Da, TIF. Compile Function TIF. Das ist wieder unser Code. Und jetzt lassen wir es laufen. Das habe ich auch noch irgendwo im Buffer. Hier. Ah, funktioniert nicht. Non-integer Argument. Dann machen wir jetzt mal Single Stepping. Da habe ich mal irgendwo einen Fehler drin. Überall Bytecode. Fangen wir an. Eigentlich könnte man hier ein Tracing vielleicht einbauen, oder? Das wäre nicht schlecht. Dass man immer den Stack anzeigt und den aktuellen P-Counter. Das wäre vielleicht nicht uninteressant. Da würde man hier sagen, man printet den Stack, man printet den P-Counter und die Instruktion vielleicht. P-Counter ist der P-Counter. Und dann kommt noch die Instruktion, ob ist gleich Instre. Ah, vielleicht nicht in drei Zeilen, sondern in einer Zeile. Und wenn wir das jetzt drin haben, dann können wir es leichter nachvollziehen, was er eigentlich gerade macht. Compile. Und jetzt Execute. Ah, jetzt sieht man hier, pcounter 1, sp op 6, naja, hätte man vielleicht noch als String ausgeben können, dann sieht man ein bisschen mehr. gut, jetzt muss ich aber trotzdem single steppen, weil das nützt mir nichts, mein dieser Print, den ich da habe. Machen wir hier mal einen Haltepunkt rein und führen es einfach nochmal aus. So, jetzt sind wir hier in der ersten Instruktion, Single Step, zack, 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 zack. Und jetzt kommt hier Push Local, klar, der funktioniert. Den haben wir getestet. Jump if false, da wird es jetzt interessant. Condition ist pop, schauen wir mal, was die Condition ist. Indirect Condition, das müsste ein Tag True, das sind True, okay. Hat er gemacht. Müsste auch hier reinbringen und jetzt holt der P-Counter gleich Fetch Byte. Jetzt müsste er springen. Schauen wir mal, was der nächste P-Counter ist. Er ist nicht gesprungen, oder? Sieht nicht so. Jump if true, Moment mal, was habe ich denn da gerade? Habe ich da gerade einen Jump if true gesehen? Ich muss doch einen Jump if false haben. Da habe ich irgendwo, entweder habe ich jetzt meine Codierung falsch. Stopp, bevor wir hier weiter debuggen, das kann nämlich von vorne bis hinten falsch sein. Wo ist mein ob Jump if false? Den habe ich, Jump if true ist ja 13 und im Jump if false ist 14 und den haben wir auch generiert, hoffe ich doch. Also wir haben einen 14er Jump if false generiert und im Bytecode habe ich es vielleicht andersrum. Jump if false. Jump false. 14. Ah, jump if false und dann springe ich mit true. Jump if false. Okay, wenn wir das jetzt gerade gefixt haben, dann mache ich ja gleich noch den jump if true rein, obwohl wir den noch nicht generieren. Jump if true. If true. War gerade falsch rum. Okay, jetzt nochmal. Den brauche ich nicht mehr. Ich bin jetzt überzeugt, dass es tut. Compile, mal von wegen. So, den muss ich erst definieren natürlich. Da ist es. Und Compile. Und jetzt lassen wir sie laufen. Na, von wegen immer noch nicht. Also, er macht jetzt auf jeden Fall viel mehr. Jetzt machen wir doch nochmal Single Steppen. Eval Bytecode hätte ich ihn doch vielleicht lassen. So. Zap, 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 zap. Push Local, das war unser. Ach so, hier kommt die 3. Okay, jetzt kommt der Jump if False. Der überspringt natürlich, weil er nicht false ist. Das heißt, er kommt jetzt in den nächsten Push. Ah, was macht er? Ja, doch, das stimmt soweit. Jetzt pusht er den zweiten. Jetzt pusht er das B.
Und jetzt müsste ein Jump kommen. Jump, P-Counter ist Fetch Byte. Jetzt springt er weiter, jetzt müsste er eigentlich auf. Jetzt ist er falsch gesprungen, jetzt ist er in den Wald gesprungen. 1, 2 draus wahrscheinlich. Bin ich mal, weil der P-Counter ist jetzt 12 und ich glaube, so viel hat unser Bytecode gar nicht. Unser Bytecode hat nur, vielleicht sollte man den Bytecode mal printen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das stimmt hinten und vorne nicht. Was haben wir denn da gepatcht? Tut 10. Mal genau gucken, was er eigentlich ausgeführt hat. Das sah doch eigentlich gut aus. Der Jump. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist an der Adresse 7. Er hat aber 7. Oh, der hat falsch gepatcht. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ne, 7 stimmt. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also das hat gestimmt. Und patchen muss er es zu 10, 7, 8. 9, 10, das stimmt doch. Gesprungen ist er aber. Ob 6, ob 14, ob 6, ob 12, Jump. Und der Jump ist dann, hier ist der Jump, der ist aber dann falsch gesprungen. Also zwei Dinge, jetzt lasse ich mir mal den gesamten Bytecode nochmal ausgeben, dann gucke ich nochmal, was der Jump genau macht, da stimmt noch was nicht. Decompiler, den ganzen Bytecode, kurz bevor wir ihn installieren, geben wir den nochmal aus, das können wir hier machen bei Generate Bytecode. Generate Bytecode. Compile, Set Bytecode, da können wir es machen. Das heißt, hier machen wir ein Display, Bytecode, Doppelpunkt und dann ein Display. Jetzt muss ich das kopieren hier, das ist ein bisschen blöd, aber gut. Und dann nochmal ein Display, Newline. Das war mal das eine und dann laden wir es nochmal rein und dann single-steppen wir mal durch den anderen. Define, compile. Ah, jetzt haben wir hier den Bytecode. Okay, sieht der jetzt gut aus? Patch 7 zu 10. Das ist unser Push Local 0. Das ist unser Jump if false nach 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der würde auf den 6er jumpen. Ja, dann kommt hier der Push. Dann kommt hier ein Jump nach 10, das sieht eigentlich gut aus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist der Return. Also ist die Jump-Implementierung wahrscheinlich falsch. Bytecode gehen wir mal zum Jump nochmal hin. Ob Jump. Und jetzt könnte es damit zusammenhängen. Dass das Byte, Fetch Byte ein Makro ist, was sagt, ich hole hier an der Stelle PC und dann mache ich plus. Und als Target habe ich aber PC und dann macht er hier hinten das plus. Okay, das ist wahrscheinlich ein Seiteneffekt. Ich habe das vorher schon mal angesprochen, das machen wir mal so, sagen wir mal hier New PC. Ist das hier und dann setzen wir es doch mal um und sagen PC gleich New PC. So kann man sich ins Knie schießen und hier natürlich dann genauso New PC und dann PC gleich New PC. Das ist jetzt sehr hässlich, weil das ist ein saublöder Fehler, den man so gar nicht sieht. Integer New PC, unsigned war das eigentlich.
unsigned integer new PC und hier oben genauso. Jetzt schauen wir mal, jetzt müsste nämlich eigentlich funktionieren. C ist da manchmal wirklich gefährlich. Compile. Und jetzt lassen wir es nochmal laufen. TIF true 10, 20. Und siehe da, da kommt die 10 raus. Und TIF false 10, 20, dann kommt nichts, weil jetzt ist er beim Jump if false wahrscheinlich doch wieder falsch gesprungen. Das wundert mich jetzt aber. Das hat jetzt zumindest mal teilweise funktioniert. Was haben wir hier? False. Das heißt, hier war ein Jump if false. Hätte eigentlich funktionieren müssen. Jump if false, das war jetzt der Zweig, das ist der Push, Jump if false 8. Machen wir nochmal Single Steppen. Ob Jump. Ach halt, ich habe nur den Jump if true gefixt, so rum. Sorry, der andere hat das gleiche Problem immer noch. Ah, Jump if false. Okay. New PC, pCounter gleich New PC. Also in dem Fall könnte man sogar sagen, da ist der böse Go-To gar nicht so schlecht. Man könnte nämlich jetzt hier was Folgendes machen. Man könnte hier ein Label sagen, nennen, das nennen wir was weiß ich, Do Go-To oder Do Jump. Und dann sagen wir hier unten Go-To Do Jump. Dann hätten wir den Fix nur einmal zu machen. Also if condition Go-To Do Jump. Alle, die den Go-To hassen, können jetzt aufschreien. Aber das andere wäre jetzt Code-Duplizierung. Und die Frage ist, was ist da jetzt schlimmer? Da kann man jetzt abwägen. Beides sind Smells. Ich würde fast sagen, der Go-To wäre hier, glaube ich, netter. Weil dann hätten wir uns den Bugfix eigentlich auch. Also if cond gleich, dann sagen wir hier Go-To do jump. Naja, können Sie sich überlegen, können Sie mal sprechen mit Ihren Software Engineering Freaks, ob der Go-To schlimmer ist als Code-Duplizierung oder Code-Duplizierung schlimmer als Go-To. Okay. Ja, nein. So, jetzt aber endgültig. Define, Compile, nein. Das habe ich doch geladen, dachte ich. Nochmal, okay. Compile, Test if, wo war er? False, jetzt kommt 20 und mit True kommt 10 raus. Also das war jetzt mit dem Backpatching und ich hoffe, dass das jetzt gut genug geht. Jetzt brauchen wir gleich was Komplizierteres. Also wir sagen define was weiß ich, hello mit einer Variable Condition und dann sagen wir hier display hello mit blank und dann sagen wir if condition, dann display World und else display, was weiß ich, hell. So, und dann sagen wir nochmal display mit newline. Und das muss der alles schon kompilieren können. Compile function hello. Kann er nicht. Missing key gen drop. Ah, da habe ich noch einen Drop vergessen. Okay, den gab es noch gar nicht. Und zwar ist das genau der Fall. Er hat mehrere Expressions und alle sind for Effect, for Side Effect. Also for Side Effect muss er das hier kompilieren, for Side Effect muss er das hier kompilieren. Und nur das letzte muss er for Value kompilieren. Das heißt, wobei das ist eine Built-in-Function, die können wir noch gar nicht aufrufen. Müssen wir vielleicht doch implementieren, dass wir die können. Sonst kommen wir da nicht weiter. Okay, also mehrere Dinge zu machen noch. Erstens mal der Drop, der ist leicht. Gen Drop. Gen Add. Da machen wir noch einen Gen Drop dazu. Den gibt es noch gar nicht, den Obdrop. Den definieren wir ganz kurz auch noch als neuen Bytecode. Also Obdrop 17. Das war hier unten. Dann brauchen wir im Bytecode Interpreter auch nochmal. Eval Bytecode brauchen wir einen. Obdrop 17 und dann schauen wir mal, was der hier macht. Welcher Code passt am besten? Eigentlich wurscht.
Bob-Drop, der macht einfach nur einen Pop und sonst gar nichts. Das reicht, das müsst ihr es eigentlich können. Load, dann kommt unsere, oh je, das habe ich in mehreren Zeilen gehabt, also so einmal, wo war es, Display Hello, dann kommt hier If World oder Hell und dann kommt noch das Newline und das war's. Und jetzt Compile Function Hello. Jetzt hat er es ja auch kompiliert, funktioniert prima, also er hat hier eigentlich richtig schön Code generiert, ordentlich Bytes. Nur wenn ich sie laufen lasse, dann will er eben diese Display-Routine aufrufen. Das heißt, wenn ich jetzt sage Hello mit True, dann landet die Unimplemented Calling Non-User Function. Das ist genau unser Problem. Also müssen wir es vielleicht doch implementieren. Irgendwie. Das ist. Da machen wir aber Folgendes. Gehen wir mal zum Call. Halt nicht zu der Definition, sondern zu der Funktion. Case ob call. Wo war es? Hier. Ob call. Hier an der Stelle unimplemented calling non-user function. Da müssten wir jetzt sagen, handle, ich habe es auch schon hingeschrieben, handle built-in Syntax hier. Built-ins. Also if is scheme built-in function von der current function. Jetzt müssen wir halt den sauren Apfel beißen und wir müssen die Argumente runterholen, müssen eine Argumentliste draus bauen und theoretisch müssen wir sogar ein Trampolin wieder aufsetzen, weil wir sind aus dem Trampolin reingekommen in unserem Bytecode-Interpreter, sind da nie wieder rausgekommen. Jetzt gehen wir aber wieder in unsere Built-in-Functions, die alle als Trampolin-Functions gebaut sind. Theoretisch müssten wir sogar ein komplett neues Trampolin aufsetzen. Also sprich wieder so eine Continuation anlegen mit einer Return-Adresse und dann rüberspringen. Das ist jetzt echt ziemlich viel Akt. Will ich jetzt eigentlich gar nicht machen auf die Schnelle. Mache ich vielleicht bis zum nächsten Mal, weil da muss ich jetzt 30 Zeilen Code reinschreiben und wir haben nur noch eine halbe Stunde. Deswegen machen wir mal wieder was anderem weiter und ich lasse das mal vorläufig. Also wir könnten höchstens noch so einen kleinen Hack machen, dass wir sagen, wenn es Display ist, dann mache ich jetzt hier hart verdrahtet, damit es einfach weitergeht. Aber wir machen das nächste Mal. Beziehungsweise ich mache das nächste Mal. Sie können sich vorstellen, dass wir wegen unserer blöden Calling-Sequenz von dem Ding. Es gibt natürlich eine andere Möglichkeit noch. Ach, vielleicht machen wir die andere Möglichkeit. Calling Built-in-Function. Built-in. Es gibt eine schnellere Lösung. Und zwar, wenn wir unsere Built-in-Function so machen, gehen wir gerade mal zu einem CP-Display. Da gibt es ja viele, die eigentlich ganz einfach sind. Zum Beispiel das Display. Das muss ja gar nicht wirklich eine Continuation-Passing-Funktion sein, weil die gar nichts mehr weiter aufruft. Die ruft bloß noch das Scheme-Display auf, das aber wieder eine reguläre Function ist. Das heißt, wenn wir unsere Built-in-Function so machen, dass die immer in zwei Ausprägungen vorkommen, also einmal, um vom AST aufgerufen zu werden und um vom anderen aufgerufen zu werden. Das heißt, wir hätten hier ein Continuation-Passing-Display, Built-in-Function, und wir hätten eine, die regulär ist, das heißt, die ein Objekt zurückliefert. Oder lassen wir das mal so, wie sie war. Und wir machen hier eine, die quasi vielleicht Bytecode, Scheme-Built-in-Display. Und der erwartet als Argumente ein OBJ-Arg. So, dann können wir uns das alles hier sparen, ARG 1. Und wir schreiben den nackten Code hier rein und statt CP-Return kommt wieder ein ganz normaler Return. Und dann machen wir ein Return-Scheme-Void. Das heißt, das wäre jetzt sowas wie aus unserem ursprünglichen rekursiven Interpreter, Sie erinnern sich, bevor wir das Ganze umgeschrieben haben, so wie der ganz am Anfang mal aussah. Und dann haben wir das ja alles mit viel Mühe umgeschrieben auf Continuation-Passing. Jetzt stellen wir fest, aus dem Bytecode würde man eigentlich gern wieder den anderen aufrufen. Zumindest in manchen Fällen, nicht in allen. Also in den Fällen, wo es wieder rekursiv in Eval reingeht, da sieht die Sache anders aus. Aber jetzt machen wir Folgendes, jetzt mache ich hier eine Bytecode-Version davon, tue die hier hin und rufe in dem da kann ich innen drin dann das aufrufen. Das heißt, da rufe ich jetzt einfach mal den auf, Scheme Bytecode Build in Display und übergebe das ARG 1, ARG 2 gibt es auch noch, OB File
ach so, ja doch, das ist richtig halt, und ruft dieses Bytecode-Ding dann auf. Und das wird mein Return-Value, Redwall, also damit wir einfach ein Ding kriegen, ist gleich das hier. Und dann sage ich Return den Redwall. Und nach dieser Art kann ich die meisten meiner Continuation Passing umschreiben und habe dann zwei Varianten. Und jetzt tue ich in meine Built-in-Functions im Header, mache ich noch, bis zum nächsten Mal, in die Scheme-Built-in-Function habe ich hier eine Confunc-Code und da mache ich noch eine OBJ-Function Code for Bytecode Interpreter. Code for Bytecode Interpreter. Okay. Und da, wo ich diese Scheme Built-in-Function anlege, das war in Scheme Memory, New Built-in-Function hier, da gebe ich eine, zusätzlich noch eine OBJ-Funk, Bytecode-Funk an. Und die setze ich hier rein. Das heißt, ich sage hier New Funk, File Built-in-Function, Punkt, ist gleich die Bytecode-Function. Okay. Und jetzt müssen wir gucken, wer das alles aufruft. Aufrufer, da gibt es bloß den einen, Define Function. Der hat bisher die Confunc-Code, der kriegt jetzt noch eine OBJ-Funk, die Bytecode-Function. Und die gibt er hier mit, Code, Bytecode-Function. Ich glaube, die Definition muss ich auch noch ändern im Header. Da gibt es, glaube ich, eine New Built-in-Function, OBJ-Funk braucht er hier auch als Argument. Jetzt müssen wir alles rekompilieren. Ah, und wir kriegen viele Fehler. Das liegt aber daran, weil wir hier hinten das Argument überall vergessen haben. So, und da mache ich jetzt mal eine Scheme not for bytecode rein. Vorläufig. Not for bytecode. Einfach mal überall. Gesundheit. Und dann können wir es nachher sukzessive die aufrufbaren Funktionen dazu definieren. Ich mache jetzt erstmal eine Not-for-Bytecode, die nichts anderes macht als ein Error raisen. Not-for-Bytecode, das muss ich jetzt leider hier überall machen, das ist ein bisschen lästig. Length, Not-for-Bytecode, 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 Not-for-Bytecode. Noch drei Stück und dann sind wir durch. Und da auch noch. So, dann brauchen wir die Scheme Not-for-Bytecode noch. Das wäre jetzt hier eine, muss eine Objektfunktion sein, also OBJ, Not-for-Bytecode, kriegt nichts mit. Und Marie ruft ein Scheme Error auf built-in called, which is not okay for bytecode. Als Beispiel. So, jetzt hätten wir erstmal ein Ding und jetzt können wir die. Fehlt noch was? Achso, Define Syntax muss ich auch noch machen. Da gibt es noch eine OBJ-Function. Wobei bei der Syntax macht es gar keinen Sinn. Das habe ich jetzt bloß. Na, da macht es eigentlich wirklich keinen Sinn. Define Syntax, weil Syntax darf ich überhaupt nicht aufrufen. Also das lasse ich weg und mache hier gleich New Scheme Build in Syntax. Ja, das mache ich weg. Das war Blödsinn. Zack, 1, 2, 3, 4, 5. Das kommt wieder weg. Jetzt müsste es aber klappen. Wunderbar. Eins noch beim Syntax und ja, das, nee, müsste eigentlich schon funktionieren. So, jetzt laden wir es wieder rein. B-Compiler und dann laden wir unsere Condition Function. Ach, die hätte ich vielleicht. Ich definiere die mal in meinem Bytecode. Das wäre nämlich, das muss ich die jedes Mal wieder neu eintippen. Machen wir es ganz ans Ende ran. Define Hello von Condition. Habe ich das noch alles? Na, da haben wir es doch. Und dann haben wir es doch hier irgendwo auch noch. Ja, Display Hello. Also, Display Hello, if Condition und dann noch ein Display New Line. New Line, Backslash N. Backslash N. Und dann können wir das auch gleich kompilieren. Compile Function Hello. So, dann brauchen wir bloß noch das Ding laden. Dann haben wir alles fertig schon.
Load. Okay, da ist unsere Funktion. Jetzt kann ich das Hello aufrufen und jetzt lande ich natürlich in, nein, Hello mit True. Jetzt lande ich natürlich in Calling Built-in Function immer noch, klar. Das muss ich jetzt ändern im Eval Bytecode. Calling Built-in, da springe ich jetzt nämlich in das Built-in. Das sage ich einfach, das, der Return Value von dem Call. Blöderweise habe ich jetzt hier alles Mögliche schon gemacht. Ich habe hier schon alles Mögliche aufgebaut. Das kann ich mir nämlich eigentlich alles sparen. Ich weiß es aber erst hinterher. Und dann habe ich hier den Stack. Da mache ich das Folgendes. Da mache ich hier ein obj-called-function. Ist gleich Stack. Nein, kann ich da noch nicht machen. Ich muss erst die NArgs holen. Ja, das kann ich hier drin machen. Dann kann ich hier sagen, called function ist Stack an der Stelle new AP, ja, dann muss ich den doch mal rausholen, new AP minus 1, jetzt habe ich die called function und dann kann ich hier unten, wenn ich da tatsächlich ankomme, kann ich das machen und dann mache ich die Validierung hier oben schon. Das heißt, da wo ich, sobald ich die called function habe, verify die called function. Function und hier auch. Und hier bin ich jetzt drin und weiß, dass ich eine Built-in habe. Ich habe meinen Stack aber noch nicht kaputt gemacht. Ich habe da Function, Argumente drauf. Jetzt muss ich eigentlich die Argumente übergeben. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich brauche jetzt hier dummerweise einen Switch. Switch NArgs. Case 0. Was ist dann? Dann ist die Function oben, das heißt, ich sage hier, ich rufe die Function auf und poppe nichts runter oder nur eins nachher. Das heißt, ich rufe jetzt called function, file built-in function. Habe ich das richtig geschrieben? Built-in, nee, scheme built-in function, scheme. Warum gibt er mir das jetzt nicht an? Built-in Function. Punkt Code for Bytecode. Hätte ich es anders genannt, wäre das jetzt einfacher gewesen. Code for Bytecode Interpreter. Ach, ich nenne es jetzt bei BC Code. Das war jetzt zu doof, das immer zu tippen. Jetzt muss ich bloß wieder aufpassen, das Scheme Built-in Functions wird an ein paar Stellen referenziert, obwohl das sagt man nachher der Compiler. Wenn ich es jetzt durchkompiliere, sagt er mir hier BC-Code und hier sagt er Scheme Build Function, das heißt Built-in Function. Okay, soweit so gut. Also dann habe ich, und das ist jetzt der BC-Code. Und das ist jetzt ein Function Pointer, das heißt ich muss da sowas machen, indirekt das Ding. Und ich rufe es auf mit keinem Argument und das wird mein Redwall. Okay, break. Und wenn ich ein Argument übergebe, dann muss ich das Argument runterpoppen. Machen wir es. OBJ Arg 1, A1, A2, A3. Machen wir mal bis zu drei Argumenten. Also wir holen von unserem Stack holen wir es runter. A1 ist gleich pop, dann rufen wir die Function auf mit dem Argument A1 und im Falle, dass wir zwei Argumente haben, machen wir das hier mit zwei Argumenten, da holen wir die zwei Dinger runter. Das ist A2 aber zuerst, umgekehrte Reihenfolge und sagen hier A1, A2 und Default machen wir jetzt einfach mal einen Error wieder, dass wir sagen, so viele Argumente unterstützen wir noch nicht. Default, Scheme Error, too many args to built-in function. So, und dann können wir hier den Switch beenden. Das ist ein bisschen trickreich, weil um das Ganze mit variabler Anzahl Argumente zu machen, müssten wir es noch anders machen. Also wenn wir jetzt beliebig viele Argumente hier unterstützen wollten, was wir sollten, theoretisch müssen wir da ein bisschen mehr tricksen. Dann wäre es vielleicht das Schönste, man würde dieser Built-in-Function einen Pointer auf die Argumente, dann müsste man nämlich hier bloß den Pointer auf den Stack geben und dann kann der sich das hinten rausholen.
Das wäre vielleicht sowieso das Allerschönste gewesen, wenn wir so gemacht hätten. Dann muss ich jetzt dann, müsste ich dann nochmal rübergehen. Das kann ich zu Hause machen. In der 10 Minuten, halben Stunde schaffen wir das jetzt nicht mehr. Oder möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht mehr. Ich will jetzt weiterkommen. Schauen wir mal, wie wir da stehen. Und dann sind wir hier, kommen wir mal raus, wenn wir fertig sind. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Redwall. Und da müsste ich jetzt mal einen Breakpoint machen. Scheme, Error, einfach Error, Break. Damit ich da einen Breakpoint draufsetzen kann, kompilieren wir das mal durch. Ja, zuerst mal muss ich hier Redwall definieren. Das brauchen wir dann vielleicht hier drin. OBJ-Redwall. To few arguments to called function. Was ist denn das für ein Ding? Oder muss ich da vielleicht sowas machen? C-Syntax bringt mich um. Nee, die war es nicht. Okay, das wird wahrscheinlich als, das ist eine OBJ-Function. Wie habe ich den OBJ-Function definiert? Ach, die erwartet ein OBJ. Ach so. Da gibt es noch eine OBJ-Funk, das ist eigentlich eine OBJ-Funk 1 und das ist eine OBJ-Funk 0, ohne Argument. Okay, jetzt gibt es ein paar Undefineds, weil, ja, OBJ-Funk, machen wir es so. Ja, das hat jetzt geklappt. Okay, jetzt mache ich mal einen Breakpoint wieder drauf. Breakpoint auf eval bytecode und zwar da, wo er das Ding called, built-in-function, da wo er die aufrufen will, das machen wir hier rein und laden unseren Compiler rein und rufen das Ding auf, hello mit true. Jetzt sind wir genau hier, okay, jetzt sagt er, es ist eine built-in-function, die called-function, schauen wir nochmal in die called-function rein, called-function, das ist eine built-in-function, wunderbar, so haben wir es erwartet und die hat als built-in-function, die hat hier Code. Das ist unser Built-in-Display und dann hat sie Not-for-Bytecode als BC-Code. Und wenn wir jetzt da reinspringen, landen wir im Error, Built-in-Function, which is not okay for Bytecode. Das war klasse, das ist unser Fehlerfall-Abfanger. Und jetzt machen wir für diejenigen, die wir jetzt für den Test brauchen, machen wir jetzt richtige Einträge. Das heißt, das ist da unten eigentlich nur das Display, das wollen wir jetzt mal haben, das erste Display. Da gebe ich als zweites hier eben ein Bytecode. Built-in-Display, dann müsste man eigentlich hier drin landen. Da mache ich jetzt auch gleich nach dem Ding einen Breakpoint mal rein. Gehen wir da mal hin, machen da einen Breakpoint und laden das Ding. Load Compiler. Ach, da sind wir schon vorher drin gelandet. Okay, da brauchen wir jetzt eigentlich vorläufig nicht. Ah, da lande ich jetzt oft in dem Display. Machen wir es mal wieder weg, bis wir da durch sind. Und jetzt kann ich den Breakpoint wieder reinmachen. Jetzt kommt mein Hello. Und wir sind aus dem Scheme Bytecode Interpreter hier tatsächlich, Case 1, ein Argument. Wir haben das Argument gepoppt, A1. Indirekt A1 müsste ein String sein, ist ein String. Und sind dann hier reingekommen, haben hier das Argument 1 wieder, unseren String, und können jetzt das Display machen. Hello, Error, reported by Scheme by Bytecode 179. Entschuldigung, da muss ich nochmal gucken, wie es weitergeht. Da haben wir, wahrscheinlich kommen wir am Schluss. Achso, natürlich, das war genau der richtige. Ich war ja noch nicht durch. Eval Bytecode, da war ja noch ein in der Zeile 179. Go to 179. Da war ja noch der da, Break. Das heißt, hier haben wir sie aufgerufen, wir sind hier wieder rausgekommen. Und da wollte ich ja noch einen Breakpoint drauf machen. Das war ja eigentlich mein Ziel. Also nochmal, hier sind wir im Display, das funktioniert. Wenn wir wieder rauskommen, landen wir hier, haben ein Return Value gekriegt, das ist nämlich der Redwall von unserer Bytecode-Function, das wird aber wahrscheinlich ein Void hier sein, denke ich mal, weil wir hier ein Void zurückgegeben haben. Aber das ist völlig egal, wir müssen diesen Redwall jetzt drauf pushen und wir müssen den Stack aufräumen. Auf dem Stack sind ja die Argumente schon gepoppt, die habe ich runtergeholt hier mit den Pop-Instruktionen, aber die Funktion ist noch drauf, die holen wir jetzt auch noch runter. Das heißt, wir machen einmal einen Pop, ich mache mal einen Kommentar dazu, Pop-Function, und dann pushen wir den Redwall, push,
red mal. Und dann können wir gleich den Break machen und dann sind wir fertig hier. Dann hätten wir nämlich sogar, weil dann landen wir wieder im Interpreter Loop und machen ganz normal weiter nach dem Call. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Schauen wir mal. Ja. Load Bytecode Compiler. Hello. Wir sind hier im Hello. Wir sind jetzt beim Pushen. Continue. Hello World. Und nochmal, und das brauche ich eigentlich nicht mehr. Also nochmal. Ja, kommen natürlich viele Prints raus, aber auf jeden Fall ist hier unser Hello World. Und wenn ich es mit False aufrufe, dann müsste Hello Hell kommen. False. Hello Hell. Da ist die Hölle. Also wir können jetzt aus unserem Bytecode sogar wieder in AST zurückspringen. Nee, in Built-ins zurückspringen, in AST noch nicht. Aber da müsste man dann ein ähnliches Prinzip machen. Müsste man auch noch ausbauen. So, wir haben den if, mit dem if können wir haben die Multiplikation und den Minus, die Subtraktion habe ich und die Addition, wir müssten jetzt eigentlich Fakultät implementieren können. Probieren wir es. Habe ich das jetzt schon? Fuck. Nee. Vielleicht sollten wir das mal in unserer generellen init.scheme definieren, da haben wir das solche, doch, da ist noch eine Fuck. Ah, da müssen wir die einfach laden. Load init.scheme. Ich hätte gedacht, dass wir das schon haben. Fuck. Okay, das ist jetzt die interpretative Fuck von 10. Da kommt das, jetzt Compile Function Fuck. Da ist der Bytecode, schauen wir mal, was er generiert hat. Also er hat gesagt, push local 0, das ist das Argument, push Konstante 0, also die erste Konstante, das wird wahrscheinlich unsere 1 sein. Dann sagt er equal, jump if false. Also wenn es nicht gleich ist, springt er. Das heißt, hier ist er im Gleichfall, da kommt jetzt dieser push 1 nochmal. Und dann kommt ein Jump nach hinten und der Jump nach hinten geht auf den Return. Ansonsten sagt er hier nochmal push local, ruft Fakultät auf, wo ist die Subtraktion? Mal n. Ah ne, push global, das ist erstmal der push, klar, von dem Ding. Dann kommt hier push local nochmal, das ist n. Push constant 1 subtrahiere, das ist das minus n1. Und dann macht er hier den Call für die Fakultät und macht hier den mul für die Multiplikation. Das ist ja eine Teil-Call, das ist ja richtig rekursiv. Also müsste funktionieren, Fakultät von 10. Und da kommt auch das Richtige raus. Also das können wir jetzt auch schon machen. Jetzt machen wir mal den Trace aus und dann müsste man das eigentlich mal 100.000 Mal aufrufen und messen, was schneller ist. Das wäre jetzt vielleicht mal interessant. Gucken wir mal, wie kriegen wir das hin? Da bräuchte man eine Timing-Funktion. Eine Timing-Funktion haben wir nicht. Es wäre schön, wir hätten sowas wie getTime oder getMilliseconds. Und da könnte man eine Routine machen, die vorher die Time holt, die Funktion aufruft 100.000 Mal und nachher nochmal die Time holt und dann das Delta ausrechnet. Das kriegen wir das noch hin? Ja, kriegen wir noch hin. Also, wir brauchen eine Built-in-Funktion, die mir die Time holt. Da gibt es sicher sowas wie getTimeOfDay, oder kann jemand mal geschwind googeln, bevor ich da jetzt mich verhedder, was das Schönste wäre. Oder getTicks gibt es, glaube ich, sowas wie CPU-Ticks. Ich bin hier auf Mac OS X. Ich kann geschwind im Smalltalk gucken, wie ich es da gemacht habe. Da kann ich den Code klauen, weil da gibt es das schon. Operating System muss das drin sein. Unix Operating System und da gibt es bestimmt irgendwas mit Time and Date. Da und da gibt es Get OS, Get Millisecond, Get Microsecond Time. Der ruft Get Time of Day auf. Das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Es gibt aber noch was anderes mit Get CPU. US Time, Microsecond Time, dann müssen wir doch das nehmen. Get Clock Time. Nehmen wir mal das, Get Time of Day. Okay. Kopieren wir mal raus, da muss ich wahrscheinlich irgendwas inkluden. Schauen wir mal, was wir hier brauchen. Also, wir brauchen eine Get Time of Get Microsecond Time. Built-in hier. Also Continuation Function, Scheme Built-in Get Microsecond Timer. Cont. Und dann brauchen wir ein Get Time of Struct TimeVal, Get Time of Day und Bad Go to Error, das machen wir nicht.
Und dann haben wir Sekunden kommen da raus und Mikrosekunden. Das heißt, wir haben hier ein, wahrscheinlich ist es ein Long Sekunden und Long Mikrosekunden. Und jetzt müssen wir das irgendwie verpacken. Wie machen wir das? Uns interessieren jetzt erstmal bloß die Mikros. Also machen wir hier ein C, Return, Make, in Scheme, Integer von Mikros. Mikros, und jetzt mache ich einen kleinen Trick, 0x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hole mal bloß die unteren Bits raus, damit wir da kein Problem haben mit der Range, weil ich will eigentlich bloß kurze Deltas messen. So, und dann für das getTimeOfDay, da muss ich irgendwas inkluden, was ich jetzt gerade nicht auswendig weiß, was ich da brauche. Moment, neuer Tab. Und der ist mir jetzt zu groß, das ist typisch. Man get time of day, da muss ich include systime machen, copy, also inkludieren wir das mal, include systime.h, schauen wir mal, was wir hinkriegen, das war noch nicht gut, Parameter name, was, ach, cont, gut, das war kein Problem, dann haben wir Mikros, da habe ich mich vertippt, Mikros und Assignment makes pointer from integer, Mikros makes scheme integer, makes pointer from in, makes scheme integer, habe ich das doch genannt, ach, das heißt new scheme integer, deswegen kennt das nicht. Okay, funktioniert. Jetzt müssen wir es bloß noch definieren, dass es auch aufrufen kann, Mikros, das heißt das Ding erwartet kein Argument. Define Function, die Funktion not for bytecode im Moment und die heißt nachher get microsecond time, wegen mir, und erwartet null Argumente. Und nachher kann ich dann das Ding aufrufen. Probieren wir es mal. Also, get microsecond timer und das gleiche nochmal und dann kriegt man hier schöne Zeiten. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie lange das dauert. Fakultät, jetzt brauchen wir also eine Timer-Function, das mache ich am besten auch gleich hier vielleicht in unser init.scheme. Und zwar nennen wir das schön, dass wir Lambdas haben. Define time it und der will ein Lambda, eine Function. Und der sagt, weil ich immer noch keine lokalen Variablen habe, muss ich hier sagen, time it helper 1 von aktuelle Zeit, get microsecond timer und function, dann kommt der helper, define time it helper, das wäre die Startzeit, die damit kommt als erstes Argument, start time, und der ruft jetzt die Function auf, das heißt, er sagt function und ruft dann unseren time it helper 2 auf, wieder mit dem Ding und mit der Start-Time. Und dann, also es ist lästig, wenn man keinen Let hat. Aber gut, man kommt irgendwie trotzdem durch. Helper 2, der wird jetzt aufgerufen mit Start-Time und End-Time. Und jetzt sind wir hier unten. Und jetzt müssen wir eigentlich nur, bitte? Wenn man das Prinzip mal verstanden hat. Ja, ich würde das Let vielleicht noch einbauen. Das könnte man sogar, wenn man Makros hat, als Makro machen und das daraus generieren, weil das ja eigentlich dann semantisch das Gleiche ist. Das Let baut ja auch nur einen neuen Frame auf und in dem Frame ist das, oder einen neuen Environment, und in dem Environment ist die Variable gebunden an das, was da hinten steht. Und nichts anderes mache ich hier. Ich rufe den in der Tail-Position auf, das heißt, es kostet nicht mal einen Stack-Frame, und ich kriege dann ein neues Environment, in dem Start-Time eben an das Ding gebunden ist. Das ist exakt das Gleiche. Wobei halt, ich habe viel falsch gemacht, Start-Time, End-Time, die muss hier hinten sein. Und eigentlich muss ich jetzt hier noch gucken, also ihr müsst jetzt noch gucken, if größer, weil dann gibt es ein Wraparound. Wir kriegen ja jetzt hier ständig Wraparounds, weil ich ja da Modulo genommen habe, das ist ein bisschen blöd. Also eigentlich bin ich jetzt hier mit meiner Range, aber machen wir es mal so. If größer, Start-Time, End-Time, und ich kann natürlich auch nur kurze Zeiten messen. Also dann liefere ich minus Start
Time, End Time. Und ansonsten muss ich liefern minus End Time, Start Time und dann muss ich eigentlich mein Modulo dazu rechnen. Das heißt plus, oder nochmal, nee, was muss ich eigentlich machen? Ich muss sagen minus End Time plus mein Modulo, habe ich hier Hex? Oh, habe ich glaube nicht. Moment, ganz kurz. Built-in, da war mein Micros. Was ist denn das da? Eine Copy. Doch, das kann ich glaube sogar printen. Da habe ich den Wert. Also das muss dazu. Init plus das hier. Und dann ziehe ich da die Start. Halt. Start-Time und da ziehe ich die End-Time ab. So rum. Müsste doch eigentlich stimmen, oder? Habe ich mich jetzt verrannt? Oder müsste es klappen? Müsste es stimmen? Na, das muss, glaube ich, bei Modulo, da muss ich, glaube ich, das da, aber das wäre jetzt ein meiner Detail. Probieren wir es mal. Load init.scheme. Ja. Immer wenn ich da oben editiere, muss ich dem da kurz einen Trigger geben, dass er wieder time it hat er definiert. Okay, time it. Und jetzt sage ich einfach mal Lambda von ohne was, oder was weiß ich doch, von ohne Argument und da sage ich, ich rechne mal aus Fakultät 10. Und Missing Key größer, ach du Schande, jetzt fehlt Built-in. Haben wir kein Greater, wir haben nur das Equal definiert gehabt. Ah, okay, brauchen wir auch noch, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, nur für dieses blöde Messen. Aber jetzt rächt sich, dass wir es halt doch noch nicht fertig gemacht haben. Also wir brauchen noch einen Greater denn und der sagt, if der kann bisher bloß Small Integer, also if not is Small Integer von Arg 1, dann kommt ein Scheme Error Greater must be Small, must be Integer. Ende, selbe nochmal fürs Arg 2 und dann sagt er if small integer value von Arg 1 größer small integer value von Arg 2, dann pushen wir ein true, anscheinend ein false. Okay, und dann gehen wir dann runter zu dem da, wo wir es definiert haben und machen da noch ein greater dazu, greater und hier not for bytecode. Und sagen hier greater, nee, das können wir gleich so nennen, größer. Und bauen das mal, was habe ich da falsch gemacht? Semikolon vergessen, da, nochmal. Okay, jetzt schauen wir, probieren wir es erstmal aus, ob es stimmt. 10, 20, da muss false kommen. Größer 10, 10 muss auch false kommen. Und größer 10, 9 muss true kommen. Das sieht gut aus. Dann können wir unseren init nochmal laden, init.scheme. Und dann können wir nochmal unser Time It, das habe ich bestimmt noch in meiner History. Time It. Und das kommt raus. Was sagt uns das? Stimmt das jetzt überhaupt wahr? Tun wir mal, das kommt mir ein bisschen komisch vor, was er da sagt. Timen wir mal eine leere Funktion. Lambda, die nichts tut. Das ist das Lambda. Halt nochmal, was habe ich jetzt gesagt? Empty Body. Ah, da müssen wir halt eine Null zurückliefern. Das sieht irgendwie Käse aus, was der da zurückliefert. Ich glaube, da muss ich nochmal gucken, beim Time It, bei was der da zurückliefert. Init war doch vielleicht falsch. Time It, if größer End Time, das ist auch blöd. Wenn die End Time natürlich, die ist ja immer größer. Wenn die End Time größer der Start Time ist, dann muss ich die Start Time von der End Time abziehen. Start Time. Ansonsten habe ich einen Durchlauf und dann muss ich hier Endtime, Starttime. Ist das richtig jetzt? Den Load habe ich noch. Load init. Und jetzt nochmal den Time it. Ah, das sieht gut aus. 4 Mikrosekunden dauert es, eine leere Funktion auszuführen. Jetzt machen wir mal eine interessantere Funktion. Mit Fakultät 10, im AST. So, und jetzt ist das Problem, man sieht hier beim Messen, das ist vielleicht ein ganz interessantes Ding,
beim Messen, wie misst man? Sollen wir den Durchschnitt rechnen oder was? Sollen wir das Maximum nehmen? Minimum? Wir wollen ja hier die CPU-Zeit messen. Ja, und immer wenn irgendwas auf dem Netz passiert oder wenn ich irgendwo anders scrolle oder was weiß ich, dann eine Uhr weiterschaltet oben rechts, dann wird mein Programm langsamer. Da kann ich aber nichts dafür. Ich als Scheme-Interpreter. Ich will also die beste Zeit. Das heißt, wenn man so welche Messungen macht, macht man 20 Messungen und nimmt den beste Wert. Ja. Das muss nicht unbedingt nachher was mit der Realität zu tun haben, weil in der Realität habe ich natürlich solche Dinge. Aber jetzt, wenn ich jetzt so ein CPU-Tuning machen will oder meinen Bytecode-Interpreter tunen will, muss ich den besten Wert nehmen, nicht die schlechten, nicht den Durchschnitt. Ja. So, aber also nehmen wir mal, was war der beste? 58. Da gibt es immer wieder Ausreißer. Später, wenn wir dann mit Garbage Collector und Memory und so weiter, 55 sind wir mal gekommen, 52 sogar. Also 52 wäre unser AST-Interpreter, um Fakultät 10 auszurechnen. Jetzt kompilieren wir das Ding. Compile FAC. Ah, das muss ich erst laden natürlich. Load bcompiler.screen. Ich muss natürlich noch was machen. Also fairerweise muss ich die Prints rausmachen. Und zwar, ich habe ja hier meinen Bytecode, da kommen noch jede Menge Printfs. Die mache ich jetzt auf jeden Fall raus. Printf, die kommentieren wir alle mal aus, weil sonst macht er innerhalb der Loop Printfs und das kommt wahrscheinlich nicht so gut. So. Gut wäre es, wenn man dann einen Flag hätte, dass man sagen könnte, Turn Debug On, ne, und dann kann man es anschalten, dass man so damit, weil das brauchen wir immer wieder. Aber jetzt mal fürs Messen, wo habe ich mein, ne? Also nochmal, load init.scheme, wieso ist das jetzt nicht mehr in meiner Liste? Load bcompiler.scheme. Und jetzt kommt timeit. Das habe ich bestimmt noch in meiner Historie da. Zack. Das sieht nicht so toll aus. Hm? Da hätte ich jetzt doch gedacht, dass der schneller wäre. Das sehe ich da, unser AST war gar nicht so arg schlecht. Das liegt 47, ein bisschen schneller. Also so richtig viel hat es jetzt noch gar nicht gebracht, interessanterweise. Das liegt jetzt aber in dem Fall speziell daran, dass das die Argumente immer das Erste sind. Das heißt, es findet er gleich im Environment, in dem Local Environment. Das heißt, die ganzen Probleme treten da noch gar nicht auf. Wenn ich jetzt Funktionen habe mit 10 Argumenten und sehr verschachtelt und viele Lookups mache, dann wird der Unterschied größer. Aber so wie wir es jetzt programmiert haben, naiv, der Bytecode-Interpreter im Vergleich zum AST, kriegen Sie vielleicht Faktor 2 oder 3 raus. Also der ist gar nicht mal so schlecht, der AST-Interpreter. Und wie man es richtig, also zwei Dinge noch natürlich, jetzt die Tailcall-Eliminierung und müssen wir jetzt noch reinmachen, das kann ich vielleicht noch kurz ansprechen, aber uns geht eigentlich die Zeit aus. Ich zeige kurz, was man da noch macht. Und zwar muss man dann, ich bereite es bis zum nächsten Mal wieder vor, dann kann ich Ihnen den Code zeigen, aber nur zum Nachdenken. Man bräuchte eine neue Instruktion, einen neuen Bytecode, der heißt obtailcall. Also hier machen wir zusätzlich zum Call, machen wir noch einen obtailcall. T-Call, vielleicht 17, 18. Und dann ändern wir unseren, machen wir noch eine zusätzliche for return, machen wir hier for tail call, wobei das ist unser for return, wäre ja unser for tail call. Und da, wo wir die Call-Instruktion generieren, da werden wir schauen, wenn wir for return kompilieren, dass wir dann einen tail call rein generieren. Das heißt, da, wo wir den Function Call machen, wo war es? Compile General Call. Hier an der Stelle generieren wir ja einen Gen Call und da würden wir sagen, if equal for what for return, dann generieren wir einen Gen Tail Call von dem Ganzen. Ansonsten else, da machen wir dann Begin. Das brauchen wir nicht mehr, das kann jetzt nicht mehr passieren. Forward return, aber die da noch. Ah, Moment, halt mal, das ist unser Forward-Händler. Wo war er? Wo habe ich den drin gehabt? In Times, glaube ich, gell? Ah,
Code-Duplizierung, hätte ich es doch nur gleich richtig gemacht. Da hatte ich es noch im Kopf. Jetzt muss ich es wieder suchen. Fixen Sie Sachen gleich, da, Vorworthändler. Fixen Sie solche Dinge immer gleich, dann muss man sie hinterher nicht nochmal suchen. Das kommt nämlich, es zahlt sich nie aus. Auch wenn es auf Video aufgenommen wird und was kostet. Und man denkt, man muss jetzt ganz schnell weitermachen. Jetzt mache ich es doch. So, also das war der Vorworthändler, Compile Times. Und das Gleiche kommt jetzt in unserem Compile, da war es nochmal, nee, in unserem Compile General Call. Hier. Da an die Stelle. Und jetzt muss ich aufpassen mit meinen Klammern. Das gehört zum Beginn und deswegen mache ich das auch so. Auch wenn die Lisp-Leute jetzt alle wieder schimpfen mit mir im Internet. So. Also, dann haben wir den Gen-Tail-Call und den Gen-Call. Tail-Call gibt es noch nicht, dann machen wir hier den da. Und, ups, hierher. Gen-Tail-Call. Habe ich das jetzt so genannt? Ja. Und da macht er ein Octail-Call oder T-Call. T-Call habe ich genannt. Und hier auch Opt-T-Call. Soweit so gut. Das heißt, jetzt habe ich meinen Compiler geändert. Jetzt generiert er natürlich die Tail-Call-Instruktionen. Ich muss mal kurz den nochmal neu laden und da sieht man auch, dass es das jetzt anders aussieht, wenn ich manche Funktionen kompiliere. Load bcompiler.scheme. Wir sind in 2 Minuten fertig. Und was sagt er hier? Missing Variable State. Halt, Gen Tail-Call, da habe ich noch was vergessen. Gen Tail-Call. State. Ouch. Jetzt habe ich mich glaube ich Missing Key State. Aber wo? Ah, jetzt müsste ich wirklich wissen, wo. Also ich werde bis zum nächsten Mal einen Backtrace noch einbauen. Und ich lasse sie jetzt gehen, weil es reicht mir jetzt auch. was man bei dem Tail-Call, also ich fixe das dann schon noch, nur jetzt reicht es natürlich nicht mehr. Was müssen wir hier, das können Sie sich überlegen bis zum nächsten Mal, was muss man hier machen, um die Tail-Call zu implementieren? Was müssen wir hier auf der Bytecode-Ebene, was müssen wir hier machen? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Wir haben ja schon ein Frame, nämlich unser aktuelles Frame, wo hier unser, die aktuelle Funktion drauf ist, ich nenne es mal F', wo hier meine Argumente drauf sind, A, B, C. Und jetzt laufe ich in dieser Funktion, habe da irgendwas berechnet und mache jetzt einen Tail-Call und habe hier die neuen Argumente. Ich habe hier das F, das ich aufrufen will. Ich habe hier irgendein Argument A1, B1 und so weiter, C1, die ich callen will. Und ich will eigentlich auf dem alten Frame arbeiten. Also statt dass ich ein neues Frame da oben drauf aufbaue, muss ich das, was ich da oben eigentlich gemacht hätte, da unten reinsetzen. Und tatsächlich steht da unten ja die ganze Caller-Information von dem. Das heißt, da steht, wo der wieder zurückgehen will. Also was liegt nahe? Ich muss eigentlich nur diese Argumente hier raufschaufeln, den Stack resetten und dann kann ich weiterarbeiten. Das wäre mein Tail-Call hier auf im Bytecode. So, ich lade das bis zum nächsten Mal wieder hoch auf unsere Webseite, da könnt ihr damit spielen. Und schauen wir mal. Bis dann. Tschüss. Danke. Soweit klar? Alles.